Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile. Und ich habe es jetzt ein paar Tage nicht gespielt, muss ich zugeben. Und ich muss erstmal wieder gucken, was ich eigentlich machen wollte. Auf jeden Fall haben wir hier so eine Menge Zeug, was wir tun können. Und haben hier Punkte. Wofür stehen die eigentlich? Menagerie. Du erhältst ein eigenes Versteck, indem du die Mission eines Meisters bis Stufe 3 abschließt. Okay. Ich bin planlos, egal. Was haben wir hier Cooles? Ach, das ist diese Menagerie oder so? Ja, ist ja auch egal. So. Suche einen anderen Weg zum Wald. Ach ja, da war ja was. Marvels Kavernen. Meerwald. Okay, da müssen wir hin. Dann die Kaverne des Zorns. Werden wir die doch mal betreten. Ich dachte, es hängt sich auf. Aber das Spiel hatte noch mal Glück gehabt. Hier ist der Schiffsfriedhof. Und ich tippe mal. Ich habe mein Herz verschenkt für eine Lüge. Ich habe meine Liebe für nichts verschenkt. Okay. Ich muss noch mal nebenbei ein bisschen reinkommen. Wir hätten hier die Leiche der Explosion. Zombies, Blitzeis, Skelette beschwören. Eine Waffe beseelen. Ich muss ja erstmal einen umbringen hier. Dann hole ich mir meine Zombies nochmal wieder. Kann jetzt ja 4, glaube ich, beschwören, oder? Okay, da kann man schon mal nicht so ein Ding drauf werfen. Aber wir. Achso, wir müssen die Sachen hier, glaube ich, nicht mehr so einsammeln. Ja, die halten auf jeden Fall nicht lange, die Gegner. So, wir sammeln jetzt trotzdem mal ein bisschen was ein, wobei nur die blauen vielleicht. Das wäre ja schon mal eine Idee. Ich finde das mit dem Inventar hier ein bisschen blöd, dass das so, das ist ein Geiz. Dass das so groß ist. Also die Gegenstände. Wobei es auch ein bisschen realistischer ist, klar, aber... Nee. Eine Truhe. Ist euer Ernst? Da war einfach nichts drin. Wir lassen jetzt mal fallen, was wir hier davon nicht brauchen. So. Dann kommen wir nämlich, glaube ich, auch schneller voran. Ich glaube, so ein Ding haben wir noch nicht. Ein Panzerhemd, das nehmen wir auch mal mit. Jetzt habe ich es getötet, statt es zu fangen, glaube ich. Hoppala. Da war ich mal wieder zu vorschnell. Oh, da ist ein Buch oder so. Und die kann ich bestimmt nicht fangen, oder? Nein, es sind keine Bestien. Matrosenhaut. Seid willkommen, Ehemann. Komm, Doresse. Ambrosia und Amarissa must meet their father. Come, my love. Return to your family. Hey, ich hinterfrage das mal nicht. So. Da haben wir offensichtlich so einen Typen besiegt anscheinend. Unsere süßen Zombiechens.
Buch. Zombies. Ladnerschrott. So, dann habe ich meine Zombies jetzt auch wieder bei mir, weil die das ja sonst nicht hinkriegen. Wir haben sogar wieder eine neue Bestie. Geil. Nehmen wir so ein einfaches nochmal. Oh. Ja, entspann dich. Wir laufen jetzt hier einfach mal weiter lang. Wow. Wir schwören hier unsere Armee, die nicht mal Mana kostet anscheinend. So, ich liebe einfach Leichenexplosionen. So, dann haben wir eine Seidenweste. Großes Mana-Fläschchen. 110 Mana, 140 Mana. Ja, dann tauschen wir das doch mal aus. Eine Truhe. Naja, immerhin hat die diesmal ein bisschen Loot gegeben, ne? Die andere, die war ja nicht der Meinung, dass sie das tun sollte. So. Noch eine Truhe. Ja, mittlerweile ist ja sogar bekannt, dass es für Diablo einfach keinen Patch geben wird. Was echt das Spiel ein bisschen scheiße kaputt macht. Kann man so sagen. Und deswegen werden wir die nächste Season, also entweder wenn wir eine Core-Vierer-Gruppe haben, mal gucken. Aber ich bezweifle das eher ein bisschen. Werbungssphäre. Sonst werden wir vielleicht ein bisschen Path of Exile spielen. You are a welcome sight, Warrior. Another spirit has reached out to me. This one is close. Yet another world away. Unless we... Super. Klar, wir gehen da natürlich rein. Hallo, gehst du da jetzt auch mal rein? Dankeschön. Verfluchte Tiefe. Das Bild sah toll aus. Sirenen Ausgeburt. Wir sowas schon haben? Ja, ich glaube, sowas hatten wir schon. Wie das aussieht. Wir gehen mal hier hin. Oder auch nicht. So wie dazu. Wo kommt der denn jetzt her? Ich liebe Leichenexplosion einfach. Das habt ihr bestimmt noch nicht gemerkt. So. Eizahn-Pfeilköcher. Aha. Ja, ich komme doch hier bestimmt irgendwie lang. Habe ich hier was übersehen? Ach so. Was auch immer, warum ich da eben nicht lang gekommen bin. Hätte ja klappen können.
Leg dich mit meinen Zombies an. Die sind viel fröhlicher. Oh, oh, oh. Oh, ich habe Leben verloren. Aber alles easy. Das war nicht, nicht blöd oder so, nein. Sind wir jetzt auch neu. Okay, das hat schon mal nicht geklappt, da nochmal ein Ding drauf zu werfen, so ein Seil. Ja, da müsst ihr leider weg explodieren, meine Freunde. Weil ich möchte euch nicht. Triefender Toter. Too much clutter. Was? Ich bin schon voll? Diese tolle Wegführung hier. Allein dieses Eis hat die schon weggemacht. Eine Truhe. Die ein Kack-Langstab hat. Und wir sehen so unglaublich gut aus, wie wir durch die Gegend marschieren, um in eine nächste Sackgasse zu laufen. So. Tiefen Spucker und Kruster und Zombies. Ey, dieses Eis, das funktioniert echt super. Haben wir wie so ein Bonus auf Eisschaden so aus Versehen gemacht? Oh, die sind auch neu. Jetzt hier diesen Penner wieder. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Bereit zum Hochstufen. Der Rest ist auch kurz davor. Schön. War das? Okay. Wir werden aber uns einmal zurück teleportieren. Oder haben wir noch etwas, was wir mal schnell mitnehmen können? Sieht nicht so aus. So. Aber jetzt liegen mir da doch ein paar viele Teile. So. Na, Digga. Wir müssen erstmal gucken, das sah gerade aus wie eine Handtasche, das Teil. Ob wir davon nicht irgendwas selber gebrauchen könnten. Aber es sieht nicht so aus. Eine Brustplatte. Okay, die gucken wir uns mal an. Da. Erhöhte Rüstung, aber das mit Intelligenz ist ja halt einfach besser, ne? Okay, wir verkaufen das einfach. So, was haben wir hier? Das verstärkte Seilnetz. Färbungssphäre. Behalten wir mal. Stay sharp out there. Ja, entspann dich, mein Freund. Wir kriegen das hin. So. Das sieht doch gut aus. Dann gehen wir mal zurück. Ich habe diesen Typen hier immer noch nicht verstanden, ehrlich gesagt.
So, meine Freunde der Zombie-Apokalypse. Also manche stehen auf und manche nicht, so wie ich das sehe. Irgendwie laufen wir irgendwo lang, wo wir gar nicht waren bisher, aber okay. Was auch immer das bringt. Ich habe keinen Plan, was dieser Typ hier soll. The Cardowee Way grows stronger for every soul that we return to its care. And as the way grows stronger, we grow. Khan's kingdom fell not to Tukuhama, father of war, but to Kitsava, the black spirit. With every warrior we save, Tukuhama is blessed, Kitsava cursed, and the blood returns to the heart. Spirit and land serve you when you learn to serve your heart. Speak with me the next time you're at Lion Eye's watch. We have more to discuss on the matters of service and reward. Okay. Auf jeden Fall ist es Stufe 2, was auch immer das ist, das Ding. Ja. Wir schauen einfach mal weiter. Wir haben ja noch mehr zu töten bestimmt. Und noch mehr Sackgassen, wo wir reinlaufen müssen. Das ist wie in Diablo, da nimmt man auch jede Sackgasse mit. Die Kaverne der Wut. Das klingt gut. Hey, es reimt sich. Ich dachte, das sind Viecher, gegen die man kämpfen kann. Obsidianfresser. Oh, der hat aber ordentlich Loot gegeben. Oh, Leute. Tochter irgendwas, okay. Darf ich jetzt hier in Ruhe looten? Leute, hab ich nie drauf geklickt. Ach, Charakterwerte. Ja. Stulpenhandschuhe. Irgendein Ding. Too much clutter. Das ist aber doof jetzt. Alle. Siebenhorn. Ich kann echt nicht mehr viel tragen. Ey. Geh nochmal zurück. Es muss einfach sein, bei diesen blauen Sachen, die kann ich da jetzt nicht liegen lassen. Da bin ich noch nicht bereit, die liegen zu lassen. So. Geölte Weste. Westen klingen ja erstmal gut. Uch. Aber nicht für uns. Eisendiadem. Nein, jetzt habe ich die Brustplatte angeguckt. Was habe ich im Kopf? Was Besseres. Ich habe was Besseres im Kopf. Zweiggeistschild. Ja, brauche ich nicht. Wickelstiefel. Da werde ich auch Besseres haben. Ich glaube, dieser Eisenring könnte besser sein. Oder auch nicht. Bauernschärpe. Ja, wir gucken uns die auch mal an. So. Nee, ich behalte den Flächenschaden, den ich habe. Good timing, Warrior. Okay. Still alive, are we? Ja, wir sind zwar am Leben, aber das bedeutet ja nichts. Stay sharp. Ja, ist okay. Irgendwie
Ist das nicht so mit, wir sprechen über Belohnung? Wollte ich ja nur mal gesagt haben. Weil wir das ja irgendwie gerade nicht so getan haben. Allerdings werde ich erstmal sagen, ich werde das hier nochmal kurz einsammeln und auch weggeben. Und dann treffen wir uns hier gleich wieder. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit erstmal ciao und bis zum nächsten Part.